Freunde, was geht? Willkommen zum letzten Tag in der Battle Villa. Wir stehen vorm letzten Gegner mit, ja, weniger als Viertel Leben. Das ist das Team. Ich bin mir sicher, wir klären heute, ob ich danach den Koop machen werde oder ob ich den Koop als separates Video machen werde. I don't know. Wir gehen rein. Let's see. Lass mich mal in den Kommentaren wissen. Habt ihr von Anfang bis jetzt Ende meine Battle Villa Series geschaut? Wenn ja, wie fandet ihr das? Natürlich, ich bin an manchen Stellen, sage ich mal, ich mache mal jetzt kein Auto, an manchen Stellen ein bisschen toxic oder salty oder so, aber so bin ich eben, so ist meine Nature. Ich, sage ich mal, überreagiere die Situation, ich meine es aber nicht immer zu 100% so, wie ich es sage, es ist einfach nur der Salt. Ich spreche einfach so gesehen, was ich denke in dem Moment. Ich tilte aber dafür auch nicht so schnell oder so krass oder auf Dauer oder so, was an sich ganz gut ist, nur die Situation, sag ich mal, da, ne, sag ich mal, was ich ganz schnell denke, so gesehen, und das klingt dann immer so, als ob ich tilte und alles schlecht rede, so ist es aber nicht, und, ja, ne, also, Auto kommt weg, zack, so, wir machen das hier, wir buffen uns, wir machen den Sonntag, bam, ich habe jetzt bewusst keine Healer mitgenommen, extra, weil ich einfach gucken möchte, der hatte an sich weniger Leben, aber okay. Ja gut. Ich hoffe, den Eisenschädel, den dodgen wir. Das wäre sehr sick. Nice, wir dodgen den. Sick. Ich dachte echt, er hat viel weniger Leben. Das wird jetzt ein bisschen eklig. So, Sonne bei mir. Bitte, 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 bitte. Nice, dann noch ein Sonntag, noch ein Sternschauer. Sonne ist gerade weggegangen. Wow. Okay, so. Es kann sein, dass wir jetzt sterben. Ich hoffe, wir überleben. Ich hoffe, wir überleben auf den Sync-Move, weil der macht wirklich sehr viel Schaden. Vor allem nach dem Sync-Move. Ja, das überleben wir easy. Jetzt sterben wir höchstwahrscheinlich. Vielleicht stirbt er vorher. Er stirbt vorher. 4,8k Crit. Nice, sehr schön wegen Sonne. Und das wär's dann mit der Battle Villa. Ja. Das wär's dann. Die Rewards kriegen wir gegen Ende der Battle Villa. Das heißt, ich glaube am 16. oder 17. Je nachdem, wann sie die raushauen. Am 16.3. endet sie ja. Kann sein, dass wir am 17.3. dann die Rewards erst kriegen. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Bekomme ich nochmal einen Krümelkeks? Das wäre mega sick. So, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, du hast die letzte Ebene geschafft. Bitte komm wieder, wenn die nächste Veranstaltung läuft. Okay, ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir, sage ich mal, diese Battle Villa spielen, dass es dann neue Stages sind und so. Wieder was Neues. Und dieses Rein-Rausgehen, also dieses Resetten ist ja ein Feature und so. Und das abusen ja einige. Nicht alle, aber einige. Und ich hoffe, das ist kein Feature in der nächsten Battle Villa. Es gab jetzt, sage ich mal, einige, die sich darüber beschwert haben und dann haben andere die Person geflamed. So, wie kannst du nur sowas sagen? Es ist Singleplayer-Content, es juckt doch keine Sau. Wir bekommen noch einen Krümelkeks, okay. Und noch einen Weichglückskeks und noch eine Schriftrolle und so. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach in den Koop. Scheiß drauf, ich mache das nicht als separates Video. Hier bekommen wir nochmal ein Krümel und ein Dingenskeks. Ich glaube, ein Weichkeks oder so hieß das, ne? Okay, das heißt, wir brauchen Flug und Kampf. Schauen wir mal, ob wir wirklich diese Mon brauchen. Ich werde sie einfach mitnehmen. So. Dann Lucario. Und zu guter Letzt, ich denke, Botogil ist immer ganz gut in Koop. Einfach wegen den Leistenboost, I guess. So. Wir gehen rein. Aber ja, Fazit. Ich könnte ja so ein Fazit machen. Warum nicht? Fazit der Battle Villa. Sie hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich fand zwei Stages unbalanced. Ne? Kann man drüber streiten, aber ich fand's schon, also, was heißt Stages? Eher zwei Pokémon.
Meganje und Lunastein, meiner Meinung nach, zu unbalanced für ihre Stages, vor allem Meganje. Ich glaube, Meganje war in Stage 15 und hat irgendwie gefühlt alles getankt, während sie zeitgleich nach dem Sync-Move 1 Milliarde Schaden gedrückt hat, gefühlt. Lunastein war ja sogar noch krasser, meiner Meinung nach. Ah, die sind auf Auto. Ist Koop so leicht, dass sie auf Auto sind? Ich hoffe natürlich nicht. Ich werde mich jetzt alles plus 1 buffen. In der Hoffnung, dass sollte irgendwas schief gehen, ich das so gesehen noch vielleicht reißen kann, weil ich früher angegriffen habe. Ziehen wir mal rein. Ey, wir machen so viel Schaden. Okay, das ist, glaube ich... Obwohl. Schauen wir mal. Pinsy hat eine Menge Leben. Schauen wir mal. So. Zack, der links macht Luftschnitt. Aber egal, Fazit, kommen wir zurück. Ich fand sie mega gut. 2 Mons waren unbalanced, ansonsten mega sick. Hat mir übelst viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder. Wie gesagt, lasst mich mal wissen, habt ihr die Serie verfolgt, die ich gemacht habe? Wenn ja, wie fandet ihr das? Und in der letzten Folge habe ich ja so gesehen, in Anführungszeichen, gecheatet, also den Reset-Button gedrückt. Das da tut mir leid, aber das war kompletter Bullshit. Solltet ihr das verpasst haben, was ich meine, dann zieht euch das Video auf jeden Fall rein. Ich würde das Ganze wirklich eine 9 von 10 geben, nicht eine 10 von 10, einfach aus dem Grund, weil sie das als Endgame anpraisen. Sie sagen, das ist Endgame-Content, das verstehe ich auch voll und ganz. Hat aber seine, sag ich mal, Macken als Endgame-Content. Erstens, weil es Endgame-Content ist, ist das gegatekeept hinter ein Daily-Reset. Und hinter eine Handvoll von Mons, was irgendwie ein bisschen weird ist. Ich weiß nicht, ob man das als Endgame bezeichnen kann. Ich würde es irgendwie als Event trotzdem bezeichnen. So Endgame-Event-mäßig, wenn man halt schon an sich alles hat. Weil da möchte ich jetzt auch, sage ich mal, einfach den nächsten Punkt ansprechen. Und zwar ist es halt... Ich habe jetzt viele Kommentare gelesen, auch bei, sage ich mal, anderen Videos. Ich habe mir jetzt ein paar andere Videos reingezogen oder auf Reddit oder in einem Forum oder auf Twitter, dass einige Probleme haben. Vor allem entweder Leute, die neu sind oder Leute, die zurückgekommen sind. Ne? Nicht alle, aber einige haben Probleme. Manche kommen gar nicht voran. Manche sind so frustriert, dass sie überhaupt gar keinen Bock mehr haben und die Battle will aufgegeben haben. Kann ich irgendwo nachvollziehen, ganz ehrlich. Aber da sie es ja so gesehen als Endgame-Content angepraised haben und gesagt haben, es soll extra schwer werden und was weiß ich nicht alles, verstehe ich auch DNAs Seite. Aber was ich gemacht hätte als Alternative vielleicht, sag nicht, das war's jetzt. Okay. Das ist doch, ja, okay. Gut. Ja. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem Singleplayer. Aber okay. Ja, aber was ich gemacht hätte als DNA zur Battle Villa ist, ich hätte Schwierigkeitsgrade einfach eingebaut. Es ist jetzt nicht so, dass die Schwierigkeitsgrade nochmal 2 Wochen an Development-Zeit frisst und das nochmal Ressourcen frisst und so. Ich hätte ganz ehrlich, so wie die Battle Villa jetzt ist, daraus den Maßstab gezogen und dann Schwierigkeitsgrade gemacht. So wie sie jetzt ist, ist sie so gesehen auf schwer. Dann hätte ich sie ein bisschen runterskaliert für Normal und dann noch ein bisschen runter für einfach. Warte, welche Typen wir brauchen wir eigentlich hier? Pflanze und Elektro. Okay, Elektro. Ich bin überlegen, ob ich Raichu nehme. Oder Zebritz, weil... Warte, ich nehme mal eben Zebritz und schau mal. Wenn das nur eine Reihe ist, dann glaube ich, kann das Zebritz easy handeln. Denke ich. Dann fokussiere ich mich auf die äußeren, während meine Mates vielleicht mit Gewaldro die inneren wegklatschen. Also das innere Mon, schauen wir mal, ob das überhaupt eine Reihe ist oder ob das mehrere Reihen sind. Ne, ist eine Reihe. Und haben auch sehr viel AOE. Ja. Ne, ich bleib so, wie ich bin und ich gehe einfach rein. Scheiß drauf, ich überleg's nicht zweimal. Aber ja, ich hätte den Schwierigkeitsgrad eingebaut und die Leute, die halt neu sind oder so ein Comeback machen zum Game wegen Glurak und so, die könnten dann auf einfach oder normal spielen, je nachdem, was für eine Challenge sie möchten. Ja, das wäre dann, sag ich mal, auch so geregelt. Dann würde man niemanden ausschließen und das wäre trotzdem immer noch Endgame, auch für die Leute, die neu sind oder wiederkommen oder so.
Meiner Meinung nach, aber ja. Ne? Kann man jetzt drüber streiten. So, ach, die macht eine Lichtbarriere. Ja, gut, dass wir physisch sind, ha? Gut, dass wir physisch sind. Der Schaden kann sich sehen lassen. Wir müssen uns definitiv heilen. Oh, man kann einfach... Hier. Okay, man kann es einfach fokussen. I see. Ich mache mal einen Funkensprung, weil ich weiß nicht, ob ich danach die anderen Moves tanke. Wenn ich ehrlich bin. Und ich chip die einfach mal ein bisschen down. Ach, die haben einen Trank. Ja gut, dann waren meine Mates Pepegas. Sorry, aber dann seid ihr Pepegas, meiner Meinung nach. So. Gucken, wie viel Schaden wir kriegen. Je nachdem muss ich wieder heilen. Definitiv. So. Und die hauen weiter drauf. Ich bin mir sicher, die haben noch einen Trank. Safe Call. Und dann mache ich einen Sync Move rein. Unity. Aber nicht schlimm. Ich mache da jetzt einen Sync Move rein. Okay, gut. Also so schwer ist der Koop gar nicht. Der ist 100 mal einfacher. Aber ja, lasst mich mal wissen, wie war für euch die Battle Villa? Seid ihr mittlerweile auch schon durch? Wenn nicht, wo weit seid ihr? Wie weit dies, das, etc. pp. Habt ihr Probleme gehabt? Oh, das Lapras hat einen Trank. Ich glaube, das ist Europe nicht, oder? Stirbt das? Ne, er stirbt nicht. Irgendwie weiß ich nicht, ob dieser Run was wird, wenn ich ehrlich bin. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sterben durch den Sync Move. Ich habe zwar noch Damage für die Mitte, weil ich noch ein Gewaldro habe. Aber ja, das dachte ich mir schon. Ja. Wie gut das... Ach, ich verstehe es einfach nicht. Naja, egal. Haben wir jetzt ein Endless Loading Screen? Nope, okay. Ich verstehe es halt nicht so. Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wenn man halt den tunnelt und es sieht, dass die einen Trank haben, dann mach doch entweder den Tunnelmodus aus oder den Automodus und spiel doch. Anstatt weiter zu tunneln und dann das Game zu leaven, um die Experience für alle kaputt zu machen. Also, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ich werde mal Verstärke machen. Und wir brauchen nämlich Leiste. Dampfwalze kann wahrscheinlich mega wehtun. Ich werde mich nochmal buffen. Damn, das ist Schaden. So. Und dann werde ich noch einmal Verstärke machen, weil ich nochmal Leiste brauche. Vielleicht schaffen wir das noch. Wenn nicht, whatever, dann ist es halt so. Aber, oh mein Gott, mache ich Schaden. Holy shit. Hätten die mal nicht weiter getunnelt, aber ey, es ist Koop. Es ist Koop. Was will ich sagen? Ich werde gefokust. Ich weiß nicht, warum ich von Serpi gefokust werde. Also vor Serpi, aber... Das finde ich auch irgendwie ein bisschen random im Online, wenn ich ehrlich bin. Dass man random gefokust wird. Aber ja, das schaffen wir nicht mehr. Leider nicht. Das schaffen wir nicht. Ich mache einen Rerun. Ich wollte eigentlich das Video beenden, aber ich mache einfach einen Rerun, damit wir es nochmal zeigen. Also Pepega-Mates hoch 90, man kennt sie mal wieder. Wie gesagt, ich spreche mal aus, was ich denke. Ich bin nicht hart tilted oder so, keine Sorge. Viele verstehen das ja falsch, aber kann ich auch verstehen, weil man eine Person noch nicht kennt, wenn man neu auf dem Channel ist oder so, ist ja auch normal. Wenn ich jetzt nochmal zweimal Gewaldo kriege, ne? Da muss ich dann los, Alter.
Finden wir überhaupt etwas? Hoffe ja. Ich meine, es ist nicht zu früh, es ist nicht zu spät. Es ist am Wochenende. Ja, okay. Der eine mit ein bisschen Halbhören, der andere mit Reitschuh ist okay. Es kann diesen Run was werden, wenn der andere nicht komplett tunnelblickt. Dann kann es definitiv was werden. Bitte werden wir nicht gefokust. Bitte, bitte, bitte. Ach, war ja klar. So, ich werde diesmal auf Labras gehen, weil Labras einen Trank hat. Ja. Ich werde dann direkt einen Stromstoß machen. Ich weiß nicht, ob Europe einen Trank hat. Kann natürlich sein. Bitte Fullpara. Ah, unlucky. So, ich werde mich trotzdem einmal heilen. Für den extra Crit. Zack. Aber er ist beim Bullet Seed, was an sich ganz gut ist. Oh mein Gott, das Labras ist tanky wie scheiße. Ich gehe auf Europe. Das Labras ist tanky wie scheiße. Ah, ich habe mich vielleicht selbst gekillt. Komm, überlebst du? Überlebst du mit 1 KP? Nevermind, Bro. Das hätte man nicht mal mit Full Life überlebt. Naja. Ah, ich wollte im Botogil rausgehen. Ich wollte im Botogil rausgehen, meine Mate supporten. Aber der andere wechselt auch einfach nicht. Es juckt ihn einfach nicht, oder? Wie viel Schaden machen wir mit Bullet Seed? Gar keinen Schaden. Es kann auch sein, dass Links auf Auto ist. Ich glaube, ich hau meinen Sync-Move in Labras rein, wenn ich ehrlich bin. Einfach damit wir die wegkriegen. Gucken wir mal. Er wird den Sync-Move safe in die Mitte reinklatschen, ja. War klar. Hoffentlich hat Yugong keinen Trank. Natürlich. Natürlich. Okay, das ist die Mechanik. Das heißt, außen erst komplett wegklatschen. Und dann die Mitte, aber das dann online wieder zu koordinieren, ist mal wieder... Ha. Könnte wieder schon zu schwer sein für die Leute online, das zu koordinieren. Aber wenn wir hier failen, dann war es das auch. Also dann mache ich den Rest privat, also zock das dann privat. Video geht schon an sich lange. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen, oder? Also wir können es an sich noch schaffen. Ein Kanimani und ein Evoli, what? How? Also, oh Mann, ey. Ich hasse Koop in dem Game, ne? Ich hasse es so sehr einfach. Bring doch wenigstens dann Roserade mit. Vor allem Kanimani nicht mal entwickelt. Man hat doch 1 Milliarde Evo-Stones. Also, selbst wenn man jetzt neu anfängt, bekommt man zigtausend. Aber ich glaube, dass das wird nichts. So. Yugong wird sterben. Aber wir packen das Mainmon nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich mache nochmal Geschenke für alle. Ja, der Typ links ist komplett auf Auto. Ah, das... Ach.
Das verstehe ich auch nicht, warum DNA nicht in manchen Stages einfach die Autofunktion rausnimmt. Verstehe ich bis heute nicht. Oh Gott, die Dampfwalze wird wahrscheinlich uns one-shotten, oder? Nee, Fullpara. Sick. Aber das wird nichts, glaube ich nicht, oder? Nee, wir machen gar keinen Schaden. Der nächste Sync-Move ist schon ready fast. Nee, das wird nichts. Neues Leiste, aber es bringt, glaube ich, nichts. Wir machen einfach keinen Schaden. Oh Mann, schade. Hätten wir ein Gewaldro oder eine Roserade, glaube ich, hätten wir das geknackt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und ich glaube, Raichu ist vielleicht sogar besser hier, weil Raichu dauerhaft Spam kann. Im Gegensatz zu Zebritz. Auch wenn Zebritz mehr Schaden macht, aber Zebritz so gesehen killt sich halt einfach. Ja, wir sterben jetzt am Sync-Move. Ja. Und ich weiß nicht, ob links noch einen Mon hat. Rechts auf jeden Fall. Ich glaube, rechts hatte noch Steven. Auch fragwürdig. Keine Ahnung. Jetzt kommt Roserade, okay. Roserade tankt aber. Okay, Steven übernimmt die Agro. Maybe schaffen wir das noch. Let's see. Hope dies. Keine Ahnung. Hat keinen Sinn gemacht, der Satz. Aber egal. Let's go, Roserade. Oh, Standpoke wird sehr viel Schaden drücken. Ja, vor allem wegen Sync Move Damage Boost. Oh, wir können es vielleicht noch packen. Oh, der schöne, saftige 2K-Crit von Roserade. Spam-Patronen-Heap, boy. Come on. Eisenschädel, Blättersturm, das haben wir. Nice, sehr schön. Okay, wir haben es doch noch geknackt. Easy. Ey, selbst Roserade macht 3,3K. Aber lieber kann die Money im zweiten Slot mitnehmen. Egal, okay. Wieder genug geflamed, die Leute. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich den Nerv dazu habe, das überhaupt zu farmen. Ich weiß es nicht. Muss man überhaupt gucken, ob sich das überhaupt zu farmen lohnt. Ich weiß es nicht. Oder ob da überhaupt fast gar nichts droppt oder so. Ich muss mich da noch richtig informieren. Aber ja, das war die Battle Villa Singleplayer Koop komplett durch. Wie bereits gesagt, 9 von 10. Das, was ich ändern würde, habe ich angesprochen. Lasst euch mal in den Kommentaren wissen, wie weit ihr seid, ob ihr durch seid, wie ihr es fandet, was würdet ihr es raten, ob ihr die Series von mir geschaut habt, Daumen nach oben, wem es gefallen hat. Weiß nicht, schaffen wir 15 Likes, wäre auf jeden Fall sick für die Series, wenn ihr es gefeiert habt, die Battle Villa, wie ich es angegangen bin. Ja, abonnieren nicht vergessen. Ich möchte gerne die, sag ich mal, 1000 Abonnenten noch knacken dieses Jahr, auch wenn das Jahr gerade mal angefangen hat, aber trotzdem kann ich ja immer wieder mal ansprechen. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre auf jeden Fall sick, dann zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.